Kenntnis über Sitten und Gebräuche in der Nordwestschweiz haben, ist nicht überliefert. Sonderlich irritiert wirken die Ostschweizer beim Einlaufen in den St. Jakob-Park, aber weder aufgrund ihrer Begleitung noch aufgrund des unüblichen Basler Gewandes. Die drei schönsten Tage senden ihre Vorboten zum Fußball. Und Celestini praktisch dieselbe Mannschaft auf den Rasen wie vor einer Woche gegen Lugano. Lediglich Gauto rückt für Augustin ins Team. Basel also in Schwarz und Weiß, St. Gallen die Mannschaft, die zuerst die Offensive sucht, nach 4 Minuten. Akolo auf Gima Okorochi. Derselbe Akteur, dann gleich daraufhin nach 6 Minuten beim Ausballdovern einer Eckballvariante gemeinsam mit Bastien Thoma. Besagter Thoma übernimmt. Und das wird brandgefährlich. Josu Stanic verpasst nicht nur sein erstes Super League-Tor, nein, er nimmt Albert Valci auch noch die Chance auf dessen viertes. Große Gelegenheit für die Gäste. Und der FCB? Celestini hatte sich vor der Partie zufrieden gezeigt mit der Leistung gegen Lugano, hat einzig in der Offensive mehr Zwingendes gefordert. Hier das Foul von Gauto, deshalb ist die Flugeinlage Ziggy sein Muster ohne Wert. Aber das hier ist die gebündelte Offensivpower des FCB in der ersten Halbzeit, der ersten Hälfte. Vielleicht gibt es ja für Ziggy noch was zu tun. Fabian Frey oder Dominik Schmid. Frey macht's auf den weiten Pfosten. Kololli, Barišić, Paukenschlag. Der FC Basel kommt hier zur größten Chance des bisherigen Spiels. Barišić an die Latte, die halt noch nach, als Schiedsrichter Urs Schnieder die Mannschaften in die Pause schickt. War auch mit Abstand die beste Chance in diesem Spiel. Kololli serviert, Barišić malträtiert den Querbalken und hinter ihm wäre Vujo eigentlich gar noch besser gestanden. Auf ähnlich viel Spektakel in der zweiten Halbzeit. Die beginnt mit Vega hier am Ball und etwas gar aufreizend, verliert den Ball und holt ihn sich auch nicht zurück gegen Schubert, trifft den Österreicher hart und sieht umgehend rot. Vega zu ungestüm in dieser Aktion, offene Sohle über dem Knöchel, da ist das Urteil klar. Die rote Karte, der korrekte Entscheid. Und Basel nach dieser Aktion nun also mehr als 40 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz. Auf St. Galler Seite macht Schubert noch einige Minuten weiter, geht danach aber auch raus. Und den Freistoß gibt's ja noch mit Bastien Thoma. Kololli kann den klären. Akolo bislang nicht auffällig und Stanic völlig frei, aber auch der St. Galler Innenverteidiger trifft nur die Latte. So warten über 21.000 im St. Jakob-Park weiter auf einen Treffer. Die besseren Gelegenheiten dafür findet der FC St. Gallen vor. Hier nach einem Eckball mit Patrick Sutter, aber den Ostschweizern fehlt vor dem Tor der Killerinstinkt. Sutter, nur ein Teileinsatz in den letzten 7 Spielen, verpasst es hier, Werbung im ganz großen Stil zu machen. Die Basler besetzen dann nach 53 Minuten ihr defensives Mittelfeld nach dem Ausschluss Vegas neu. Tauland Chaka dafür Kade ran. Nur 9 Minuten Spielzeit im Fußballjahr 2024. Heute kommt für Chaka gleich ein Mehrfaches hinzu. Chaka soll stabilisieren, der ebenfalls eingewechselte Finn van Bremen aufräumen da hinten. Und das tut er hier sehr effektiv. Mehr noch, dieser Ball ist Vorlage für Tierno Barry gegen Valci. Stark von Barry und jetzt der Schlenzer ins ganz große Glück. Der FC Basel führt mit 1:0. Erstmals trifft Barry in der Super League vor eigenem Publikum. Und wie er das macht, Tierno Barrys stupende Technik bei der Ballannahme. Valci kommt zweimal nicht in diesen Zweikampf und Barry mit dem Selbstvertrauen, das ihm die ersten Super League-Tore jüngst in Winterthur gegeben haben. Klar, dass Basel hier nicht mehr vom Spiel gehabt hat nach dem Ausschluss Vegas, aber sie stellen sich in Unterzahl überaus geschickt an. Nach Dominik Schmids Freistoß wird's sogar erneut gefährlich. Barry, 75. Minute, wieder er, der Torschütze. Die Gäste mit einer doch einigermaßen erstaunlichen Schaffenspause, die erst nach 84 Minuten durchbrochen wird.
Kololli hat den Ball, aber Akolo setzt nach und schaltet sich gleich wieder ein. Seine Flanke auf Möller. Nächste Top-Kopfballchance. Torhüter bringt sich in Position. Ziegi mit dem Außenriss übers Tor. Dem St. Galler Schlussmann bleibt versagt. Was Marvin Hitz im Basler Tor als Augsburger 1 gelungen war, ein Volltreffer zum Ausgleich, realisierte Hitz vor 9 Jahren in der Bundesliga gegen Leverkusen. Hier gilt es nun Zeit zu gewinnen, um die nächsten 3 Punkte einzufahren. Und kurz darauf ist es soweit. Das sind die Siege, die eine Mannschaft fest. 0-Sieg über den FC St. Gallen. Tierno Barry ist der umjubelte Held. Und Peter Zeidler nun Trainer einer Mannschaft, die 4-mal in Folge ohne Punkte bleibt. Die Niederlage war nicht zwingend, nein.